Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Makro zum April 2024, also die Marktkommunikationsänderungen, die nun im April in Kraft treten werden. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist da einiges, ich sag mal, kurios gelaufen und wir müssen da mal genauer reinschauen, was denn dieses Mal mit den EEDI@Energy-Dokumenten los ist und was auch mit der AS4-Kommunikation genauer los ist. Also schauen wir mal direkt nach bei EEDI@Energy. Das ist ja die Seite, auf der wir die ganzen Anwendungshandbücher und Implementierungshandbücher der diversen EEDI-Faktformate, also Nachrichtentypen, sehen können und auch diverse andere Dokumente rund um den Datenaustausch, die Marktkommunikation. Und wenn man immer auf das Untermenü zukünftig gültige Dokumente klickt, dann sieht man, was dann demnächst kommen wird oder wo auch aktuelle Formate erstmal noch bestehen bleiben. Also da, wo ein vergangenes Datum steht, jetzt in diesem Fall 1.10.23, da gibt es keine Änderungen zum April. Wir sehen aber hier zum Beispiel schon mal gültig vom 3.4. an. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir auch hier mal einen 30.03.23, 1.10.22, also verschiedene Daten, aber das, was hier mit 24 formuliert ist, das interessiert uns jetzt natürlich im Besonderen, aber wir sehen immer den 3.4. Das ist schon mal ein bisschen interessant, weil wir typischerweise zum 1.4. Änderungen bekommen. Warum ist das in diesem Fall nicht so? Außer bei, hier haben wir es, zwei Dokumenten. Oh je, irgendwas ist hier ganz, ganz kurios. Gucken wir mal genauer rein. Wie immer, wir finden das auf der Aktuelles-Seite der Bundesnetzagentur und dort sind dann jeweils zum Beispiel solche Mitteilungen zu den Datenformaten zur Abwicklung der Makro. Da merken wir schon, das ist genau das Dokument, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Schon damals hier im Oktober 23 kam eine erste Veröffentlichung, weil hier steht ja nun auch schon offensichtlich Teil 1, also wussten sie auch schon, hey, es wird ein bisschen mehr. In diesem Teil 1 hatten wir die Allgemeinfestlegung, also ein allgemeines, wie ist die Marktkommunikation und der Datenaustausch organisiert. Wir hatten die neuen Entscheidungsformdiagramme und Codelisten, also die 900 Seiten mit den Prüfreihenfolgen von einzelnen Prozessen. Wir haben die XML-Dokumente, das sind die Redispatch-Dokumente, wo sich auch wieder ein paar Kleinigkeiten ändern. Und auch hier schon mal was Erstes zum Übertragungsweg, mehr noch nicht. Gleich hier aber der Hinweis, am 24.10., also 20 Tage später, sollten dann diese nächsten Formate auch noch angepasst werden. Wer also damals schon dabei war, hat sich hier mal reingeklickt, kam auf die neue Version und konnte dann, das zeige ich mal kurz, über die Änderungshistorie, die immer ganz am Ende zu finden ist, sich anschauen, was sich ändert. Also hier immer Änderungshistorie, einmal draufklicken. Dann haben wir diese tollen Tabellen, die wir nun schon in vielen, vielen Videos jedes Mal durchgegangen sind. Das ist halt gewöhnungsbedürftig, aber darüber sieht man immer links alte Version, rechts neue Version. Dementsprechend auch, was sich im Text oder in den Regelungen geändert hat. So. Wie gesagt, drei Wochen danach kam dann die nächste, also die Mitteilung Nummer 36, wo wir dann die diversen EEDI@Energy-Dokumente sehen können. Die Prüfis, die Commodus Control, HKNR, Invoice, MS-Cons, Partin, Pricat, RemaDV, UTLMD und die UTTS und dann noch die Artikelnummern, Konfiguration und OBIS-Kennzahlen. Sowie nochmal Übertragungsweg. Beim Übertragungsweg, Unterscheidung zwischen AS4-Übertragungsweg und klassischen Übertragungsweg, auch deswegen notwendig, weil wir ja bisher nur den Stromsektor verpflichtend über AS4 abbilden und der Rest, also Gas vor allem, wahrscheinlich dann demnächst auch noch kommt. So, hier sind immer klar, ne, verbinden sich ab dem 1.4., schön und gut. Dann ist aber was Besonderes passiert. Wir haben in der Mitteilung Nummer 37, am 12.12., also ein gutes Stück später, eine außerplanmäßige Konsultation zum 1.4. bekommen. Das haben wir hier, glaube ich, nicht auseinandergenommen. Das war ja noch so in der etwas größeren Pause. Und haben damals aber schon gelernt, okay, bei OBIS und bei UTLMD gibt es anscheinend nochmal Anpassungsbedarf. Vor allem aus, wie ihr schon erwähnt, ne, dem Messstellen- Betriebsgesetzansatz, ne, das GNDEW, war ja Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Und hier nämlich den Punkt des virtuellen Summenzählers. Und wir hatten das auch im Mess- und Eichwesen. Da gibt es nämlich auch mit dem MESSEC, also Mess- und Eichgesetz, Punkte, die nämlich bei der Unterteilung von Energiemengen auf verschiedene Register, was also bei dynamischen Tarifen nachher ein Thema sein würde zum Beispiel, dass wir dann trotzdem so eine Gesamtsumme bewusst nochmal mitschicken müssen über praktisch einen weiteren OBIS-Code und eine explizite Berücksichtigung. Das sehen wir dann jetzt gleich. Und
Das sollte hier konsultiert werden. Jetzt kommt es eben, ne? Am 12.12. sollte es konsultiert werden bis zum 4.1., um dann am 1.4. in Kraft zu treten. Das ist ungesehen, würde ich sagen. Also so kurzfristig dann im Januar mit der Konsultation fertig zu werden, über Punkte, die dann zum April umgesetzt werden müssen, also auch IT-technisch einprogrammiert werden müssen, ist schon echt krass. Aber wie gesagt, diese 37 waren nur die Konsultation. Wir haben dann am 25.01., also nochmal 3 Wochen nach Konsultationsende, mit der Mitteilung Nummer 38 dann auch das Ergebnis dieser Konsultation bekommen, plus die Änderung, dass wir zum 3.04.24 die meisten Nachrichtentyp-Versionen erst in Kraft treten lassen wollen. Das ist also schon ein bisschen außergewöhnlich. So, erstmal Ergebnis der Konsultation. Wir ändern OBIS und wir ändern UTMD-Anwendungshandbuch Strom. Wer gerade sich das gemerkt hatte, hat gesehen, da war auch das MEG und auch das Anwendungshandbuch für MABIS UTMD. Das ist wieder erledigt, ne? Das wird hier nicht angepasst, sondern OBIS und das AHB Strom regulär. Und dann eben, ne, Umsetzungstermin fast aller EDIET Energy Dokumente vom 1. auf den 3. April verlegt, vor allem wegen Ostern. Weil der 1. April der Ostermontag ist. Ne? Also diesmal kann man auch nicht sagen, dass die EDIET Energy Änderungen ein April-Scherz werden, sondern es wird eben auf den 3. umgeswitcht. So, diese Verschiebung ist eine einmalige Ausnahme, wir werden es sehen. Auch hier, ne, Umsetzungsterminsänderung auch für Redispatch, XML-Dokumente, auch für das Einführungsszenario, was damit hier verlinkt ist. Aber hier, was sich nicht ändert, sind die Regelungen zum Übertragungsweg. AS4 ist ja trotzdem zum 1.4. unterwegs. Und zwar das finale Inkrafttreten der ausschließlich Kite, ne, von AS4. Das heißt, die klassischen Übertragungswege, die wir kennen, E-Mail, AS2, Rest, was auch immer noch, GET, die sind nicht mehr zulässig für den Stromsektor, also GPKE, WIM, MPES und MABIS-Prozesse im ersten Moment. Bisher gab es einen Parallelbetrieb, und den gibt es immer noch, und ab dem 1. April nur noch AS4 ausschließlich, ne, um 0 Uhr 0 praktisch. Und das soll ja nicht verschoben werden, sondern das soll auf jeden Fall so sein. Das ist auch nur der Übertragungsweg, also wie praktisch die Nachricht in den Briefumschlag gesetzt wird und dann rüberkommt zum Ziel. Das ist nur der Übertragungsweg AS4. Und das Prozessuale, also die tatsächlichen Inhalte der EDIET Energy Dokumente, das kommt dann zum 3.4. Wenn ihr gerade im Hintergrund Geräusche hört, mein Hund gähnt sehr laut, anscheinend interessiert sie das nicht so sehr. So. Dementsprechend haben wir also auch diese Unterscheidung bei unseren EDIET Energy Dokumenten nicht wundern. So, was vielleicht nochmal in diesem Kontext von AS4 wichtig ist, das ist dann in der Mitteilung Nummer 3 zur Festlegung zur künftigen Absicherung der elektronischen Marktkommunikation Strom ausformuliert. Keine Sorge, ich verlinke die alle unten in der Videobeschreibung. Das kam am 15.01. Hinweis zur Einführung von AS4, denn es gab so Gerüchte, dass AS4 vielleicht doch verschoben wird, weil das irgendwie auch nicht so einfach ist, bla bla bla. Aber nein, es wurde ja damals beschlossen zum 1.4., das Einführungsszenario macht jetzt hier also den produktiven Komplettwechsel auf AS4. Dafür müssen frühzeitig Zertifikate beschafft werden. Es geht dann nämlich auch darum, wie praktisch die Authentifizierung des Marktpartners für die Entschlüsselung der Dokumente funktioniert. Und auch Dienstleister müssen das entsprechend dann können, wenn die Marktkommunikation umsetzen, also den Datenaustausch umsetzen. Und dann ist dieser letzte Absatz halt der Sargnagel auf der Einführung, der Sargnagel auf dem Potenzial, dass es verschoben wird, so rum muss man es ja sagen. Beschlusskammer weist nochmals und ausdrücklich darauf hin, dass ab dem 1.4.24 die Abwilligung der elektrischen Marco Strom mittels E-Mail mit S-MIME-Verschlüsselung, was wir bisher so gemacht haben, nicht mehr zulässig ist. Auch die BSI-Vorgaben lassen das nicht mehr zu. Es muss ab dem 1.4. ausschließlich AS4 laufen. Wer es nicht umgestellt haben sollte, hat dann ab dem 1.4. keine Marco mehr. Na, also wer ab dem 1.4. nicht per AS4 Stromthemen verschickt, ist praktisch nicht existent und die Dokumente gelten dann als nicht zugestellt. Das ist hier nochmal eine ganz, ganz klare Aussage. Man sollte praktisch nicht auf den letzten Tag warten, um das jetzt hier umzusetzen, weil AS4 soll ja jetzt auch schon parallel laufen, eigentlich auch vollumfänglich. Und ab dem 1.4. nur noch. Das heißt halt wirklich, also nein, muss man nochmal sagen, wer dann nicht per AS4 kommunizieren kann in Stromprozessen, GPKE, WIM, MPES, MABIS,
würde dann auch auf die Personen zutreffen, auf die Unternehmen zutreffen, dass man gemäß dieses Fehlers nicht dem Lieferanten Rahmenvertrag Netznutzungsvertrag zwischen Netz und Versorger entspricht und damit tatsächlich auch zivilrechtlich das Fortbestehen der Marktkommunikationsgrundlagen zwischen diesen Häusern aufhört. Und das würde schlimmstenfalls für den Versorger bedeuten, dass er vom Markt genommen wird in diesem Netz, wo er das nicht hinbekommt. Ja, weil dann der Lieferantenrahmenvertrag auch aufgrund des Verstoßes der Makroregeln aufgehoben werden könnte. Und dann hat man ja keinen Datenaustausch mehr, dann hat man also auch keine Kunden mehr, die man mit Lieferantenwechseln, Stammdaten, Abrechnung und so weiter bedienen kann. Man ist dann also auch nicht mehr tätig. Dann gibt es eigentlich mehr, dann ist man praktisch Konkurs als Versorger. Also wichtig, dass man das hinbekommt, zum 1.4. AS4 umzusetzen und zum 3.4. die weiteren Dokumente aus AD@ Energy. So, das erstmal soweit zur Zusammenfassung. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, es gibt allgemeines Entscheidungsraumdiagramme, die XMLer, Übertragungsweg, klar. Dann gibt es die diversen Formate, die auch hier nochmal angefasst worden sind in der UTMD und der UBIS. Das ist erstmal so das Inhaltliche. Das heißt, man kann dann entweder über die Verlinkung hier in diesen Mitteilungen oder direkt auf ed-energy.de, wenn man auf die zukünftig gültigen aktuell geht, auf diese Dokumente dann noch zugreifen und sich anschauen, was hier geändert wird. Ich will mal ein bisschen auszugsweise darauf eingehen, was hier passiert und was man dabei vielleicht berücksichtigen sollte oder wie man auch nochmal mit diesen Änderungen umgeht. Was machen wir denn mal zum Beginn? Wir schauen uns hier mal an. Wir nehmen nämlich gleich mal das größte Thema, die UTIL-MD. Also hier UTIL-MD AHB, also Anwendungshandbuch Strom 1.2a. Nochmal kurz, MEG und AHB. Das MEG bezeichnet praktisch listentechnisch, was überhaupt alles in diesem Format stehen könnte. Also im MEG, im UTIL-MD-MEG steht, was überhaupt in einer UTIL-MD geschrieben werden könnte, also was überhaupt rein kann, was überhaupt vorstellbar ist. Und das AHB wiederum beschreibt, was dann pro Prozessschritt tatsächlich als Pflichtfeld angegeben werden muss. Also im Sinne der UTMD, was muss bei einer Kündigung als Pflichtfeld angegeben werden? Was muss bei einer Antwort auf eine Kündigung dann stattdessen als Pflichtfeld angegeben werden? Das ist also die konkrete Darstellung in den Fällen, wo wir dann tatsächlich einen einzelnen Prozess betrachten wollen. MEG immer das Gesamtwerk, AHB immer dann das Herunterbrechen auf den einzelnen Prozess. Das ist so der zentrale Unterschied. Also wenn wir uns das anschauen wollen, öffnet sich jetzt hier ein denkbar langes Dokument, denn UTIL-MD AHB Strom ist jetzt bei 1138 Seiten angekommen. Auch hier gilt, wir haben ein Inhaltsverzeichnis, an dessen Ende wir eine Änderungshistorie haben. Jetzt sehen wir hier schon Änderungshistorie ab Seite 1097. Wir haben also 40 Seiten, etwas mehr als 40 Seiten Änderungshistorie. Das ist ein bisschen viel. Also damit muss man auch erstmal umgehen können und wollen. Ich kann aber die Empfehlung geben, wenn man jetzt hier so unterwegs ist. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze oder wie man besser den Zugriff auf Inhalte gedanklich bekommen kann. Hier relativ weit vorne in dieser zweiten Spalte Ort steht, welches Kapitel sich ändert. Das kann manchmal hilfreich sein, wenn man praktisch so ein Bruchstück aus dem Dokument eigentlich gerade nur gedanklich verfolgen will. Ne? Also mich interessiert gerade, ob sich etwas an dem Thema Zusammenspiel der Konfigurations-ID und Kanalnummer UBIS ändert. Dann finde ich hier den Hinweis, ja genau, diese Zeile handelt davon. Wenn mich genau das überhaupt gar nicht interessiert, weiß ich schon, alles klar, ich kann jetzt hier weiter scrollen. Also das ist so der erste Punkt. Wenn ich so weiß, manche Kapitel interessieren mich, dann würde ich nach dieser zweiten Spalte immer erstmal schauen und betrachten, um welches Kapitel, um welches Segment handelt es sich gerade, was hier eine Änderung erfährt. Andersherum, wenn ich aus einem Gesamtblick komme und vielleicht auch weiß, es gibt bestimmte rechtliche Änderungen, gesetzliche Änderungen, wir haben das ja schon ansatzweise vorhin gelesen, in diesen nächsten Anpassungen wegen Mess- und Eichgesetz und MSBG muss was angepasst werden und auch Energiefinanzierungsgesetz, dann kann ich eher
die fünfte Spalte, Grund der Anpassung, als relevant bezeichnen, weil hier sehe ich dann schon direkt, ah ja, hier steht was mit MessEG, alles klar, dann ist das genau das Thema, um das es sich hier auch drehen müsste. Genau, ich scroll mal nur ein bisschen noch, damit ihr das Text sich hier auch erfassen könnt. So. Dann steht hier also, oder ich muss mal, ich mache mal was anderes, ich mache mich mal ein ganz kleines bisschen kleiner, ist jetzt nicht so schlimm, ihr seht mich ansonsten ja auch immer. Also, hier seht ihr immer so den größeren Hintergrund, warum das Ganze passiert. Und beim Durchscrollen kann man dann schon sehen, ob da mal irgendwo ein Begriff steht, wie hier auch wieder Energiefinanzierungsgesetz, dann weiß ich alles klar. Es gibt nämlich auch noch das Thema der Privilegierung von, ich meine, Wärmepumpen vor allem, die dann nämlich eine Verminderung der Umlagen bekommen. Ich glaube, Kraft-Wärme-Kopplung und Offshore-Haftungsumlage. Und dafür muss jetzt eine bestimmte Datenübertragung mit eingeführt werden. Das ist hier also auch mit berücksichtigt. Und ja, was kann man ansonsten noch so sagen, was vielleicht explizit bei der UTMD interessant ist? Wir haben hier, wenn wir mal so durchscrollen, also wie gesagt, diese Stichworte. Entweder vorne so das Kapitel, dann sehe ich hier, es geht ganz unten, es geht um das Thema Kommunikationsverbindung. Wenn mich sowas grundsätzlich interessiert, könnte ich jetzt mir diese Zeile genauer anschauen. Und ansonsten sehe ich halt hier, okay, Aufnahme neuer Formatbedingungen zur Sicherstellung der korrekten Befüllung. Ja gut, das ist dann nur für mich vielsagend, wenn ich genau weiß, was diese Segmente hier bedeuten. Ne? Also wenn ich die identifizieren kann. Also da ist vielleicht sogar diese vordere Spalte mehr sagend und sprechend. Kommt aber immer ein bisschen drauf an. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel auch, okay, Transaktionskonzept 17, bewusste Anmeldung ist nicht mehr vorhanden, also ist das zu streichen, alles klar. Das ist also jetzt gar nicht mehr ausgeprägt. Das ist einfach rausgelöscht im Fließtext praktisch dieser Tabellenansichten und so weiter und so fort. Also so kann ich ein bisschen hier mit arbeiten und das für mich versuchen nachzuvollziehen. Auch hier zum Beispiel, ne, in den Anwendungsfällen gibt es keine Stammdaten zur technischen Ressource. Also ist das an anderer Stelle schon gelöscht worden. Also kann auch hier eine Bedingung, die noch darauf verweist, gelöscht werden. So, dann ist es für mich relativ schnell eine Erklärung, alles klar, diese ganzen tollen Bedingungen, die es hier immer gibt, hier wurde es eine explizit entfernt, weil an anderer Stelle etwas gelöscht wurde und jetzt gibt es diese Bedingung einfach auch nicht mehr oder die hat keinen Sinn mehr. Alles klar, kann ich entsprechend weiter scrollen. Und so kann man damit arbeiten, muss sich halt nur bedenken, es sind 40 Seiten, ich habe jetzt gerade die ersten 10 geschafft in diesem Kontext. Also ist es hier und da natürlich schon sinnvoller, sich dann irgendwie eine Schulung einzukaufen oder wie auch immer. Ich bin ja auch dabei, sowas schlussendlich bei uns in diesem Abo-Modell darzustellen. Das ist halt bei weitem noch nicht da angekommen, wo ich eigentlich schon sein wollte. Ich werde da jetzt aber Unmengen an Content reinwerfen und demnächst ist auch meine Partnerin wieder mit an Bord, weil die Elternzeit dann vorbei ist und die wird auch ständig Prozessinformationen und Erklärungen mit reinwerfen. So. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel das Thema virtuellen Summenzähler. Das haben wir vorhin einmal gelesen in dieser Ergänzungskonsultation. Hier ist dann entsprechend eingeführt worden. Referenz auf die Lokationsbündelstruktur war vorher vorhanden, jetzt gelöscht. Referenz auf die Lokationsbündelstruktur in einem anderen Segment, ne? Also von der SG6 auf der SG8, die nicht vorhanden, jetzt vorhanden. Also hat man praktisch eine Platzierung von Informationen von einer anderen Stelle an die jetzt richtige umgeswitcht. Ne? So kann man damit umgehen. Man muss aber halt ungefähr wissen, okay, SG6 und SG8 verweisen halt einfach nur auf andere Stellen innerhalb der UTMD-Nachricht. Ne? Und das muss man so für sich ein bisschen nachzuvollziehen. Wenn man jetzt aber einmal sowas gefunden hat, wie oben Energiefinanzierungsgesetz oder hier jetzt das Thema virtuellen Summenzähler, dann kann man wahrscheinlich das als Grund hier öfters mal wiedersehen. Und das wäre auch einer der Gründe, warum ich mit dieser fünften Spalte hier gerne arbeite, weil ich dann zusammen oder weil ich dann so immer äußere Effekte regelmäßig wiedersehe, die dann immer Auswirkungen haben. Also kann ich jetzt hier mal so scrollen, scrollen, scrollen. Und finde bestimmt noch mal einen Ansatz, der sich darauf bezieht. Gut, hier haben wir noch mal Elektromobilitätsthema. Das ist auch natürlich ganz wichtig. Konzessionsangabe. Schaltzeitdefinitionen werden das angepasst. Wo ist es denn mal? Also 40 Seiten Änderung. Ihr merkt schon, selbst ich muss gerade scrollen. Weiß es nicht, Seiten genau mir vorher aufgeschrieben habe. Genau, Referenz auf die Netzlokation wird jetzt eingeführt. Also von nicht vorhanden auf vorhanden. Referenz auf die
technische Ressource der Netzlokation. Netzlokation ist auch neu. Und jetzt ist praktisch der Link zwischen der technischen Ressource, also der Anlage, dem Gerät und der Netzlokation als Stammdatum eingeführt, damit man die gemeinsame Steuerungsmöglichkeit zum Beispiel dann auch im System abbilden kann. 14a ist natürlich das Thema schlechthin. Das ist beispielsweise etwas, was in der UTMD jetzt wirklich neu eingeführt ist, nämlich Rahmeninformationen zu der Anlage oder zu der Verbrauchsstelle, in der jetzt eine steuerbare Verbrauchseinheit nach § 14a installiert ist. Also da, wo wir eine, ich sag mal, Drosselung der Anlage anstoßen könnten, ist ja vielleicht hinter der gemeinsamen Steuerung auch noch ein Gerät, was nicht gedrosselt werden darf. So, und es muss also in dem System des Netzbetreibers hinterlegt werden, wie ist denn die Konfiguration vor Ort, wie ist denn die Steuerung, auf was hat denn die Auswirkungen, gibt es dabei etwas, was nicht gedrosselt werden darf? Also aber ganz grob gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass es bei bestimmten Kundengruppen, Pflegefällen und so weiter, wo vielleicht medizinisches Gerät da ist, was wie auf Grundlage von nicht gut ausgeprägten Energiemanagementsystemen vor Ort eben keine separate Steuerung hat. Ne? Also was dann alles gemeinsam angesprochen werden würde, dass das dann vielleicht nicht eben so einfach angefasst werden darf. So, und deswegen muss dieses Stammdatum hinterlegt werden. Ne? Ihr könnt euch also vorstellen, es wird einfach angegeben, gibt es weitere Anlagen, fallen die mit unter 14a oder fallen die nicht unter 14a oder sollen die vielleicht gar nicht gesteuert werden? Ne? Um dann hier mit drunter zu eben die eigenen Daten auszuprägen, ist jetzt ja hier, ne? Technische Ressource fällt unter 14a oder fällt nicht drunter und das ist dann eben die weitere Detailliertheit, sage ich mal, um 14a hier genauer einzurichten. Und das alles wird nun also eingeführt in dieser Vollständigkeit zum April. 14a ist aber ja auch schon zum Januar in Kraft getreten. Also ein bisschen kurios. So, und dann sehen wir also nach und nach, okay, wir sind jetzt bei 40 Seiten angekommen. Ja, super. Ne? Also das ist schon ganz schön viel. Und damit muss man dann auch erstmal arbeiten wollen. Was vielleicht ein bisschen greifbarer ist, jetzt suche ich mir hier mal OBIS, weil auch da gab es ja nochmal diese Extra-Änderung. Da gehen wir also in dieses Dokument, auch hier immer Empfehlung, das normale Dokument ohne Ergänzung erstmal hier nehmen. Die informatorische Lesefassung ist ein Word-Dokument. Das öffnet sich jetzt auch nicht im Browser, sondern würde runtergeladen werden. So, Codeliste der OBIS, nur 43 Seiten, kann man sich also mal anschauen. Änderungshistorie ist trotzdem 5 Seiten lang. Aber hier sehen wir sehr, sehr gleichmäßig, worum es geht, nämlich das Mess- und Eichgesetz. Es geht darum, dass eben hier bei den Verweisen auf verschiedene Register, ne, also wenn hier mit Zählzeiten und Zählerständen auf unterschiedliche Register Energiemengen geschrieben werden, ne, per intelligentes Messsystem, erfasste Energiemengen auf Register aufgeteilt werden, dann muss zusätzlich die gesamte Wirkarbeit, also die erfasste Wirkarbeit total tariflos, auch noch erfasst werden und ausgetauscht werden. Also wenn wir auf Register unterteilen, in einem dynamischen Tarif oder warum auch immer, dann müssen wir auch eine Gesamtmenge bilden und mit verschicken. Und das ist hier entsprechend jetzt einfach mit aufgenommen worden. Und das ändert hier relativ viele Stellen. Ihr seht, nämlich hier bei allen, gerade es geht um Mess-EG, also diese ganzen Änderungen hier in der OBIS beziehen sich jetzt, also in dieser ergänzten OBIS beziehen sich auf diese Anpassungen wegen Mess- und Eichgesetz. Und damit kann man sich relativ schnell, denke ich, auch hier den Überblick verschaffen, worum es eben geht. Ansonsten gab es vorher in der vorigen OBIS-Anpassung, die ursprünglich zum April kommen sollte, auch zum Beispiel die Ergänzung, dass eine Energiemenge ausgeprägt wird, die als Grundlage für die Preisobergrenzenermittlung ist, genommen wird. Ne? Also im Großen und Ganzen auch nur ein Jahresverbrauch. Der ist aber eben auch hier nochmal explizit für nur den Zweck Preisobergrenzenermittlung im Smart Metering genommen werden soll. Und wir hatten auch nochmal Anpassungen damals wegen der Blindarbeit, die ja von der Malo auf die Netzlokation übergeht, aber hier historisch gelöscht wurde. Ist aber blöd, wenn man auch noch historische Daten im System hat und die praktisch kein OBIS-Code mehr haben würden. Ich glaube, das ist auch bei den Artikelnummern mit angepasst worden oder bei den Messprodukten, also Konfigurationen. So. Und so haben wir also hier verschiedenste
Anpassungen. Ihr findet bei den Artikelnummern Anpassungen, weil auch da zum Beispiel 14a jetzt stärker ausgeprägt wird, weil das ja jetzt nochmal in Kraft tritt und so weiter. Es sind wirklich schon eine gewisse Menge an Änderungen, aber insgesamt nicht so völlig weltbewegendes. Also die ganz krassen Dinge habe ich jetzt im Großen und Ganzen mit UTMD und OBIS sogar schon gezeigt, dass wir also jetzt relativ kurzfristig diese Erweiterungen Summenzähler, dass wir diese 14a-Themen haben und diese erweiterten Gesamtmengen bei Registerunterteilung von Zählerständen und dann halt diese Privilegierung nach Energiefinanzierungsgesetz. Da gehen wir vielleicht sogar mal noch kurz in die Invoice rein. Ach, die ist weiter unten gewesen, stimmt. Moment, Invoice. Gehen wir mal ins Anwendungshandbuch und suchen mal direkt nach NFG. Und genau, und da ist nämlich hier eingeführt Privilegierung nach NFG, was also bei der Netznutzungsrechnung anzugeben ist, wenn das denn eintritt. Und dementsprechend habt ihr hier hinten in der Änderungshistorie, ne, jetzt sind wir wieder in der Änderungshistorie, das neu aufgeführt, weil das eben so sinnvollerweise angewendet werden muss. Und damit haben wir, ich sag mal, viele der inhaltlichen Änderungen, der prozessualen Änderungen auf Grundlage von regulatorischen Themen hier mit drin. Weil sich natürlich was an Rechnung ändert, ändert sich dann auch was an der Kommendes, wo man sich dann drauf beziehen kann. Ich glaube, da gab es sowieso noch einen Fehler mit dem Lieferschein, der auch rausgenommen wurde, wo also ein ursprünglicher Lieferscheincode einfach nicht mehr verwendet wird, weil wir zwei neue haben für RLM und SAP-Kunden. Ja, und dementsprechend ist das angepasst worden. Also nicht so völlig Verrücktes, so insgesamt gesagt. Ne? Das ist relativ überschaubar. Bei der Entscheidungsbaumdiagramm gibt es natürlich dann auch Anpassungen, aber das ist ein fast tausendseitiges Dokument. Gehen wir jetzt natürlich nicht im Detail durch, aber wir haben da auch zum Beispiel bei Kündigungen Anpassungen, weil jetzt das Thema der Vollmachten eventuell auch geprüft werden kann, weil man eine Vollmacht nicht für voll nimmt und so weiter. Das findet ihr also alles jeweils, wenn ihr hier bei Idiot Energy auf die Dokumente geht und dann auf zukünftig gültige und euch die raussucht, die zum 3.4. oder 1.4. angepasst werden. Alternativ sind die Mitteilungen 35, 36 und 38, die mit den Ergebnissen. Die 37 war diese Konsultationsmeldung zwischendurch. Das ist also nur die Ankündigung gewesen. In der 35, 36 und 38 habt ihr die verpflichtend zu nutzenden Dokumente. Und mit der Mitteilung Nummer 3 zur Sicherung habt ihr nochmal die Klarheit darüber, dass AS4 definitiv ab dem 1.4.24 in Kraft tritt und es da auch keine Verschiebung gibt. Ganz, ganz großartig. Ja, soweit erstmal dazu. Es ist also schon so, dass die Marco zum April 24 relativ vielseitige Änderungen hat. Also werden schon trotzdem 20 EDIFAC-Dokumente, also so knappe 10 Formate, angepasst. Und halt so ein paar Dokumente drumherum, wie OBIS und Artikelnummern und so weiter, Artikel-IDs und so weiter. Aber es ist jetzt keine so krasse prozessuale Änderung, wie wir sie zum Oktober ja schon hatten, weil damals ja auch GBKI und WIM angepasst worden sind, Universalbestellprozess und so weiter, wo wir 100 weitere Seiten ins GBKI bekommen haben. Das ist diesmal natürlich nicht der Fall. Weil AS4 in Kraft tritt, gab es keine prozessualen Änderungen. Wir haben jetzt die großen Anpassungen im Kontext also AS4 Einführung zum einen und dann unsere gerade gezeigten Themen mit Energiefinanzierungsgesetz, Messthema und Messstellenbetriebsgesetz, § 14a, diese Sachen müssen noch weiter, also prozessual ja berücksichtigt werden. Das ist mit drin. Ein bisschen was auch zur Elektromobilität. Modell 2, wer das noch kennt, ladevorgangsscharfe Zuordnung. Das ist ein bisschen mit berücksichtigt worden, weil das ja auch stärker in eine Prozesswelt übergehen soll, auch in diesem Jahr und noch weiter muss. Und darüber hinaus haben wir jetzt nicht so viel Inhaltliches dieses Mal. Ne? Also es ist eher so Kleinigkeiten, die aber an vielen Stellen angepasst werden müssen. Was passiert dann wahrscheinlich noch im weiteren Verlauf dieses Jahr? Ne? Zum Oktober haben wir wahrscheinlich wieder Anpassungen. Es soll aber gerüchteweise deutlich weniger sein. Warum sage ich, es soll gerüchteweise deutlich weniger sein? Naja, wir müssen ja gar nicht mit Gerüchten arbeiten. Auch da gibt es bei der aktuellen Seite von der Bundesnetzagentur natürlich jetzt schon die Konsultation der Dokumente, die zum Oktober sich ändern sollen. Und das zeige ich euch nochmal zur Vollständigkeit. Das ist dann die Mitteilung Nummer 39 vom 1. Februar.
damit am 1. April praktisch der Beschluss rauskommen kann, ne, wird jetzt konsultiert. Und ihr seht schon, XML-Dokumente, und das ist Redispatch und dann nochmal Übertragungsweg und das war's. Wir werden also auch wegen Ostern, werden wir nicht am 1.4., aber am 2.4. Dann den verbindlichen Stand bekommen, der zum 1.10. Dann in Kraft treten wird. Ihr seht, dass wir aber tatsächlich jetzt noch keine weitere Veröffentlichung haben zum Thema Edit-Energy-Dokumente. Großes Thema, ich werde es in einem anderen Video jetzt demnächst mal ausführlich noch auseinandernehmen. Der Lieferantenwechsel 24 kommt, ne? Der LFW24, der 24-Stunden-Lieferantenwechsel, soll ja zu 2026 technisch eingeführt werden. Alle, mit denen ich drüber rede, lachen. So, also im Sinne von so, mit so einem ganz traurigen Gesicht lachen die, weil noch nicht so gut vorstellbar ist, ob das funktioniert, dass man innerhalb von 24 Stunden den Lieferantenwechsel auch fachlich komplett technisch umgesetzt hat, unter Berücksichtigung, dass ja nun mal Datenqualitäten teilweise wirklich miserabel sind. Die 24 Stunden laufen erst, wenn die Malu-Identifikation durch ist, keine Frage, aber dennoch, das ist ja schon ganz schön heftig. In dem Kontext wird auf jeden Fall GPKE und WIM wieder deutlich angepasst werden und natürlich auch unsere ganzen Formate. Es ist also so, dass wir im April dann auch noch die Konsultation zu dem Thema wahrscheinlich schon sehen werden. Ob das zum Oktober dieses Jahres noch schon mal eine weitere Anpassung von EDI-Dokumenten bringt, glaube ich fast nicht, weil wir jetzt wieder mit XML erstmal ein Thema haben. Ansonsten war jetzt in unserer klassischen EDI-Welt viel los, ne, mit letzten Oktober und diesem April und auch diesem Zwischenthema jetzt vom Januar. Ich würde mal vermuten, dass wir jetzt Redispatch nochmal zum Jahresende, also XML, anpassen werden und dann praktisch nochmal mit ein bisschen mehr Vorlauf die EDI-Dokumente in Richtung Lieferantenwechsel 24 anpassen wollen. Das ist ganz schön viel trotzdem, ne? Also wir werden sehen, ob das richtig viel Spaß macht oder auch bei den nächsten Teilnehmern, über den ich drüber spreche, zu einem traurigen Lachen führt. Naja, es ist schon interessant, was hier gerade alles passiert innerhalb der Branche. Ich bin ja nur auch schon seit 12,5 Jahren dabei. Das war früher deutlich übersichtlicher und auch konzentrierter. Und das war geradlinig. Man konnte es nachvollziehen, man konnte es umsetzen. War immer knapp, aber es ging. Ich komme auch aus der Outsourcing-Branche, also wir haben ja sowohl dann die Vorbereitung als auch die Umsetzung dann machen müssen. Da war schon immer irgendwie viel, aber machbar. Und spätestens seit der Marco 2020, also auch im Kontext des Smart Metering, seitdem ist das wirklich viel. Kaum noch bewältigbar, ehrlich gesagt. Weil man auch so 10 Baustellen noch parallel bearbeiten muss. Naja. Was haltet ihr von den Anpassungen zum April 2024 und vielleicht auch schon vom Lieferantenwechsel 24, der dann ab 2026 kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche.